Seit einigen Wochen spielt Jeff Dennis Fehr bereits bei der SG Sonnenhof Groß Aspach vor, nun haben die Schwaben den Flügelspieler von Liga-Konkurrent Hansa Rostock auch unter Vertrag genommen. Am Montagnachmittag gab die SGS bekannt, dass der 23-Jährige ein Arbeitspapier bis 2019 plus Option auf ein weiteres Jahr unterzeichnete. Fehr trainierte bereits seit Beginn der Wintervorbereitung in Aspach und wurde bisher in allen 4 Testspielen eingesetzt. Bis zuletzt gehörte der Linksfuß allerdings noch Hansa Rostock, sein Kontrakt lief ursprünglich bis Sommer 2018. Aus disziplinarischen Gründen war er Ende November in die zweite Mannschaft der Ostseestädter verbannt worden, so dass er in der Hinrunde auf lediglich 110 Einsatzminuten in der 3. Liga kam. Das Kapitel Rostock ist für Fehr nun beendet. Anführungszeichen. Ich wurde hier super aufgenommen, habe mich sofort wohl gefühlt und freue mich natürlich sehr, zukünftig fest für die SG aktiv zu sein. Natürlich werde ich mein Bestes geben und möchte mich weiter verbessern, betonte Fehr, der beim Pflichtspielauftakt 2018 gleich auf seinen Ex-Club trifft. Am Samstag geht bereits die Liga wieder los, das ist klasse. Und dass es gleich gegen Hansa geht, macht den Auftakt natürlich umso schöner. Die SGS, die im Winter nicht zwingend auf dem Transfermarkt aktiv werden musste, ließ sich von Fehr überzeugen. Ich habe immer gesagt, dass wir in der Winterpause nur dann tätig werden, wenn ein Spieler auch zu 100% zu uns passt, betonte Sportdirektor Johannes Kukutrigas und bestätigte. Das ist bei Jeff der Fall, und davon konnten wir uns auch in den Einheiten und Spielen der Vorbereitung überzeugen.